Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Summer Academy. Mein Name ist Joachim Schröder und ich begrüße euch erstmal recht herzlich zur heutigen Veranstaltung. Es ist ja unser Kickoff zu dieser Veranstaltungsreihe. Ja, und wir brauchen noch einen kleinen Moment, um wirklich alle Teilnehmenden hineinzulassen. Wir sind sehr überwältigt. Wir haben über 500 Anmeldungen heute und das wird wohl noch einen kleinen Moment dauern, bis hier alle so weit am Start sind. Insofern bitte ich einfach noch um einen kleinen Moment Geduld. Ich denke, so 4 Minuten, 5 Minuten wird es wahrscheinlich brauchen, bis wir alle angebordet haben. Und dann starten wir unmittelbar durch. Und ja, von meiner Seite aus denke ich, ich bin gut vorbereitet, um euch hier einen ersten spannenden Eintritt in die Summer Academy zu bieten. Ich kopiere euch kurz hier den Link zur Startseite von unserem Summer Academy Event. Dort findet ihr in der Übersicht alle stattfindenden Trainings und könnt euch von dort aus gerne nochmal entsprechend anmelden, falls ihr da noch nicht alle Veranstaltungen gefunden habt. Teilweise schon einige ausgebucht, andere sind noch gut verfügbar. Insofern schaut einfach mal durch, was für euch Relevantes dabei ist. Ich bin sicher, dass ihr dort entsprechend auch für euch noch spannende Themen finden werdet. Ja, von meiner Seite aus ist es heute so geplant, dass wir zunächst eine Einführung in Google Analytics 4 machen. Das wird uns heute ungefähr 1,5 Stunden beschäftigen. Am Mittwoch gibt es bei mir dann noch eine Veranstaltung. Da werde ich euch den Google Tag Manager näher bringen und werde auch mit dem Google Tag Manager konkrete Installationsbeispiele natürlich auch für Analytics 4 besprechen, werde die dort mit euch durchführen. Das ist als Hands-on-Webinar gedacht. Das heißt, ihr seid aufgefordert, parallel natürlich direkt mitzuarbeiten, könnt euch dann einen eigenen Container zunächst erstellen, den ihr natürlich im Anschluss dann auch direkt schon verwenden könnt. Dann habe ich am Freitag noch die Erweiterung, das ist Analytics-Vertiefung, wo wir dann noch in die Themen etwas weiter einsteigen. Für diejenigen, die natürlich gleich dann noch mehr praktische Anwendungen benötigen. Und um das Ganze dann auch noch in entsprechende Bilder zu führen, bin ich persönlich natürlich ein Fan vom Google Looker Studio. Dazu gibt es dann am Mittwoch der nächsten Woche entsprechend auch von mir nochmal eine Veranstaltung. Dazu eben viele andere Formate, die dann auch von Kollegen entsprechend durchgeführt werden. Ja, schaut einfach durch. Link ist, wie gesagt, hier gerade online gestellt und dann sollte das für euch auch soweit funktionieren. Es gibt keine für alles Anmelden-Option. Man muss sich da schon im Detail Sachen raussuchen, wie angesprochen. Das ein oder andere Format ist tatsächlich auch schon ausgebucht und insofern haben wir da die Notwendigkeit, dass ihr euch dann auf den einzelnen Trainings mit anbieten möchtet. Ja, wie werden wir heute vorgehen? Ich werde zunächst eine kurze Einführung allgemein in Analytics geben, anhand einer kurzen Präsentation, die hier im Anschluss gleich folgen wird. Wir werden uns dann zunächst mal ein bisschen mit den Dimensionen, Metriken, Ereignissen auseinandersetzen, damit ihr überhaupt erstmal eine Idee bekommt, was kann man eigentlich alles mit Google Analytics 4 auswerten. Und wir werden uns dann in einem Demo-Account, auf den ihr selbstverständlich auch Zugriff bekommen könnt, dann erstmal einige Standardberichte anschauen, gucken mal in den Akquisitionsbereich hinein, wir werden uns Engagement Reports ansehen und soweit es die Zeit zulässt, natürlich gerne auch noch Nutzerinfos diskutieren, technische Informationen abrufen, also einen kurzen Querschnitt machen, damit eben wirklich mal klar wird, welche Analysewertungen können wir eigentlich mit dem Tool machen und wie sind diese Auswertungen aufzunehmen, was kann man im Detail vielleicht noch zusätzlich an Informationen generieren. Das wird sicherlich schon sehr aufschlussreich und spannend für euch. Darüber hinaus gehe ich eben gerne auf eure Fragen ein. Insofern stellt die eben hier im Chat, wie gesagt, für diejenigen, die es nicht finden, unten rechts auf dem Bildschirmrand. Bei mir ist es das dritte Icon von rechts, ist das Chatfenster zu finden. Nutzt da einfach die Möglichkeit, entsprechend auch anzufragen. Und soweit es die Zeit dann zulässt,
nämlich die eben bestmöglich auch alle für euch natürlich dann abzuarbeiten. Gut. Google Analytics, Historie. Google Analytics ist ein Programm, was uns schon sehr viele Jahre im Bereich Online-Marketing begleitet. Der Vorläufer ist mal von einer Firma Urchin entwickelt worden, die, wie wir hier sehen, 2005 entsprechend an oder von Google aufgekauft worden ist. Und seitdem wird das Produkt hier in Verbindung eben mit Analytics vermarktet und für die Nutzer im Internet eben als kostenlose Version grundsätzlich zur Verfügung gestellt. Und von Anbeginn steht eben hier im Fokus, uns als Betreiber von Internetseiten, als Betreiber im Bereich Online-Marketing-Aktivitäten, natürlich so viel wie möglich Informationen für unsere Webseite zur Verfügung zu stellen, die uns helfen, die Seite zu entwickeln, sie eben für die Besucher professioneller zu gestalten und natürlich auch auswerten zu können, wie sich unsere Online-Marketing-Aktivitäten so im Markt entwickeln und was wir dort unternehmen, entsprechende Optimierungen in diesen Bereichen dann hier noch zu bringen. Analytics ist über die Jahre sehr intensiv stets weiterentwickelt worden, wurde an alle möglichen Dinge natürlich angepasst. Und die jetzt aktuell aktive Version hört auf den schönen Namen Google Analytics 4 und ist im Jahr 2020 bereits etabliert worden, allerdings erst August letzten Jahres sozusagen letztendlich verbindlich eingestellt im Markt, sodass wir seitdem bereits mit diesem Produkt arbeiten. Das ist also hier der letzte Ast, auf dem wir uns bewegen. Und ja, seitdem ist auch hier viel passiert. Wir haben eine ganze Menge an Zusatzfunktionalitäten mittlerweile auch in die aktuelle Version hineinbekommen. Am Anfang direkt 2020 war es ja noch etwas überschaubar, was es dort an Kennzahlen und Funktionen gab. Mittlerweile haben wir da aber deutlich nachgezogen und in Verbindung zu dem Vorgänger, den ihr mit dem Begriff Universal Analytics oder UA sicherlich aus der Kommunikation kennt, hat es gleichgezogen und bietet nicht nur das, natürlich mittlerweile auch viel mehr Funktionalitäten an. Und insofern setzt man da gut auf dieses Tool und für mich sollte es eigentlich in keiner ordentlichen Online-Marketing-Umgebung fehlen, damit man natürlich hier entsprechend seine Auswertung und Analysen für die Webseiten entsprechend direkt vornehmen kann. Analytics 4 bietet verschiedene Ansätze, die sich hier entsprechend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst haben. Es wurde im Grunde genommen einmal komplett neu entwickelt und das war auch die Besonderheit. Vor Analytics 4 waren alle Versionen, die es gegeben hat, immer abwärtskompatibel. Das heißt, wir haben immer in derselben Version letztendlich im Backend weiterarbeiten können. Auch die Daten wurden letztendlich immer mitgeschleift. Bei Analytics 4 gab es dann aber einen Cut, weil eben hier tatsächlich das Datenmodell komplett geändert worden ist. Insofern gab es keine Aufwärtskompatibilität mehr und wir haben dann neu angefangen, Daten entsprechend hier zu erfassen und zu messen. Und jetzt sind gerade frisch sozusagen zum 1.7. die Universal Analytics-Aktivitäten auch komplett eingestellt worden. Die Daten stehen hier jetzt auch nicht mehr zur Verfügung. Das sollte aber jeder entsprechend auch im Vorfeld gewusst und entsprechend bearbeitet haben. Es gab dann natürlich immer die Möglichkeit, auch entsprechende Datensicherung zu betreiben. Aber das ist jetzt durch. Jetzt gucken wir natürlich nur noch reinweg auf die Analytics 4 Auswertung. Und da, denke ich, sind wir auch alle gut aufgestellt und können hier mit diesen Kennzahlen wirklich gute Analysen fahren. Machine Learning war hier gerade auch schon mal kurz ein Thema. Ist natürlich heute auch unbedingter Bestandteil von Google Analytics. Wir haben so verschiedene Baustellen, die ich gleich nochmal aufzeigen werde, wo sich das Tool entsprechend hier deutlich nochmal erweitert hat. Datenmodell war als erste Position schon mal angesprochen worden. Und natürlich findet im Hintergrund auch sehr viel Machine Learning statt.
Das heißt, Google unterstützt uns hier auch aktiv mit der KI im Hintergrund bei der Auswertung von Berichten. Wir bekommen dort entsprechend auch Vorschläge für die Auswertung. Das System weist uns darauf hin, wo besondere Kennzahlen dann entsprechend stattfinden. Das heißt, hier gibt es eine Verzahnung und damit eben einfach auch mehr Möglichkeiten, hier gute Auswertungen zu führen. Und vor allen Dingen natürlich dann auch im Zusammenspiel zum Beispiel mit Google Ads dafür zu sorgen, dass hier eben auch die richtigen Kennzahlen ermittelt, hochgerechnet werden, um dann dort auch die optimalen Kampagnenaktivitäten zu messen. Die Integration von Daten ist auch wichtig. Das heißt, gerade bei Analytics 4 ist heute eine der Stärken, dass wir es mit sehr vielen anderen Tools auch verknüpfen können. Natürlich mit Google Ads, natürlich mit der Search-Konsole. Natürlich können wir heute auch Daten automatisch in Datenbankformat exportieren. All das eben Möglichkeiten, um hier natürlich möglichst viel aus dem Tool auch rauszuholen. Auch da hat sich eine Menge getan und wer dort entsprechend Notwendigkeiten hat, der findet einfach viel mehr Möglichkeiten vor, hier eben auch zusätzliche Daten im System zu importieren, um damit natürlich die Auswertung entsprechend auch zu optimieren. Dazu können wir dann noch entsprechende Verknüpfungen auch machen mit externen Media Buying Plattformen, natürlich vorzugsweise erstmal die, die Google selbst auch im Angebot hat, um dort natürlich in der Auslieferung der ganzen Kampagnen auch optimal zu arbeiten. Auch da werden wir darauf eingehen. Aber tendenziell eher im fortgeschrittenen Bereich wird das dann nochmal ein Thema sein, wie wir dort hier in diesen Bereichen dann unterwegs sind. Im Gegensatz zu älteren Versionen ist heute natürlich Google Analytics auch anders skalierbar. Das heißt, einer der Vorteile ist, dass es eben auch wesentlich mehr Daten direkt verarbeitet werden können. Universal Analytics hat da relativ klare Grenzen und hat genommen nach oben dann nur noch weiter interpoliert, hat also nicht alle Daten komplett dann verarbeiten und anzeigen können. Das ist hier mit Analytics 4 entsprechend anders aufgesetzt. Das wächst sozusagen entsprechend mit. Und wie angesprochen, haben wir natürlich hier auch immer die Möglichkeit, dann in eine sogenannte BigQuery-Datenbank entsprechende Informationen automatisch zu exportieren, die ja gerade darauf ausgelegt ist, eben große Datenmengen auch auszuwerten und zu analysieren. Und das können wir natürlich entsprechend hier an der Stelle dann auch nochmal mitnehmen. Also eine wesentliche Verbesserung, die sich hier an dieser Stelle dargestellt hat. Sicher eins der vielleicht sogar treibenden Gründe, warum es überhaupt eine neue Version gibt, hat sich natürlich aus dem ganzen Thema Datenschutz und Co. ergeben. Ja. Wir wissen natürlich, dass in der Vergangenheit wir ja einen sogenannten Tracking-Code auf der Webseite implementieren mussten. Das ist auch heute noch so, der dann früher aber manuell auch anzupassen war. Da musste und konnte man zum Beispiel sogenannte IP-Adressen-Anonymisierung dann im Skript separat implementieren und musste dieses dann auch machen, um hier die Datenschutzbedingungen in den einzelnen Ländern auch tatsächlich zu bedienen. Und das war natürlich jetzt über die Jahre dann auch nicht mehr zeitgemäß und mit den ganzen neuen Anforderungen im Thema Datenschutzgrundverordnung, was sich daraus alles ergibt, hat Google entsprechend hier natürlich auch Möglichkeiten geschaffen, diesen Datenschutz automatisch im System abzubilden. Das heißt, auch heute findet in den Märkten, wo es relevant ist, noch eine IP-Anonymisierung statt. Nur wir müssen uns da als User gar nicht mehr drum kümmern. Das wird automatisch im System schon erledigt, je nachdem, in welchen Märkten das Produkt installiert ist, weiß es eben automatisch Bescheid, was dort an Datenschutzrichtlinien zu beachten ist. Und diese Einstellungen werden eben weitestgehend im Tool schon automatisch vorgenommen, sodass wir uns mit diesem Thema gar nicht mehr beschäftigen müssen. Dazu natürlich die Möglichkeit, auch den sogenannten Consent Mode im System dann zu verwenden und einzustellen. Da geht es dann darum, dass natürlich wir ja heute auf unserer Webseite immer ein sogenanntes Consent-Tool haben. Das ist dieses Pop-up-Banner, wo dann abgefragt wird, ob der Nutzer denn hier dem Tracking zustimmt oder nicht. Ja, das
kommuniziert heute in der Regel immer auch mit dem Google Analytics Account, sodass der automatisch dann auch die richtige Einstellung wählt, je nachdem, was letztendlich der User im Rahmen seines Pop-up-Banners dort auswählt, damit hier eben auch sichergestellt ist, dass auch nur die Daten verarbeitet werden von Google, die eben hier gemäß den Regeln auch verarbeitet werden dürfen. Also auch dort muss man letztendlich sich dann noch mit beschäftigen. Also da muss man auch in diese Richtung hier natürlich dann weiterschauen, was gibt es an gesetzlichen Möglichkeiten. Aber Google sagt, na, wir kümmern uns darum, dass das automatisch eben weitestgehend abgedeckt ist. Aber gewisse Grundkonfigurationen in Verbindung mit dem Consent-Tool sind natürlich auch weiterhin von euch erstmal mit zu übernehmen. Da werden wir im Tech-Manager-Seminar einmal ganz kurz in der Installation auch drauf eingehen, welche Möglichkeiten es hier in diesen Bereichen entsprechend gibt. Schon kurz angesprochen, in der Auswertung ist natürlich das Thema Machine Learning hier heute eine wesentliche Unterstützung. Da sind auch schon erste Berichte, die eben hier vom System vorgeschlagen werden. Das Tool guckt sich also automatisch an, wo gibt es denn hier in den Kennzahlen deutliche Veränderungen, wo gibt es hier in Anführungsstrichen unnatürliche Schwankungen vielleicht für die Webseite und wird euch genau das entsprechend auch dann zur Kenntnis bringen. Vielleicht Bereiche, wo man selbst gar nicht jedes Mal unbedingt reinschauen wird, hat man auf diese Art und Weise aber trotzdem präsent, kann sich dann entsprechend hier um die Details kümmern, damit natürlich hier einem da bestimmte Dinge nicht durch die Lappen gehen, damit man eben sicherstellt, dass auch wirklich alle Kennzahlen im Fokus sind und wir uns darauf dann konzentrieren. Ja, dazu natürlich die Auswirkungen, das ist klar, immer von Analytics auf eure entsprechende geschäftliche Entwicklung. Natürlich geht es heute nicht ohne Tracking-Systeme. Wir müssen zusehen, dass unsere Online-Marketing-Aktivitäten möglichst effizient laufen. Wir wollen wissen, wie sich der Besucher auf der Internetseite wohlfühlt und verhält, damit wir den natürlich besser noch mit unseren Produkten und Leistungen in Verbindung bringen können und eben Angebote schaffen, die da optimal auf die Kundenbedarfe auch abgestimmt sind. Und das ist natürlich immer Kern, Sinn und Zweck der Situation, die wir hier mit Analytics abdecken wollen. Dabei gibt es natürlich auch immer eine Reihenfolge, die zu beachten ist. Natürlich muss man sich grundsätzlich immer zunächst mal mit der Implementierung doch technisch auch auseinandersetzen. Das ist ja heute vielleicht auch nicht immer ganz einfach, da zu schauen, was muss ich denn jetzt wie konfigurieren und einstellen. Es ist im Backend schon versucht worden, das doch alles relativ einfach für euch zu handhaben. Aber natürlich haben wir immer die Verantwortung auch zu sehen, bediene ich das Thema Datenschutz ordentlich? Welche Kennzahlen werden eigentlich im System erfasst? Reichen mir die Standardwerte? Es gibt immer die Möglichkeit, auch individuelle, benutzerdefinierte Daten zusätzlich zu erfassen. Da muss natürlich jeder für sich dann auch ein Setting finden, wo er sagt, ich habe alles das an Informationen jetzt auch wirklich auf der Webseite eingesammelt, die für mich, für meine Auswertung nachher entsprechend relevant sind. Und darum ist immer wichtig, eben hier dieser Implementierung natürlich entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. Und auch das ist wichtig, regelmäßig einfach mal zu überprüfen, laufen die Daten denn alle vernünftig ein? Gibt es hier eventuell technische Probleme, auf die man Acht geben muss? Ich selbst weiß aus der Praxis, wie häufig das tatsächlich dann auch passiert, dass vielleicht aus Versehen der Tracking-Code mal vergessen wurde, beim Relaunch wieder vernünftig einzubinden, dass vielleicht beim Update vom Shop-System das E-Commerce-Tracking dann irgendwo ein bisschen hakt und nicht mehr vernünftig funktioniert. Da muss man natürlich regelmäßig für sich das Ganze dann entsprechend auch überprüfen und sicherstellen, dass die Datenbasis von der Implementierung her immer ordentlich und sauber einläuft. Ja, Consent Mode liegt natürlich je nachdem in euren Märkten, auf das ihr Acht geben müsst. Ich denke, da brauchen wir jetzt weiter nicht drauf eingehen. Die Notwendigkeit ist da. Wichtig ist, dass ihr eben hier möglichst ein professionelles Tool verwendet, was auch die richtigen Signale in Verbindung mit Google Analytics zur Verfügung stellt,
und auch austauscht, sodass man eben von der Seite eben möglichst viel Automatismus schon im System drin hat und da gar nicht mehr so viel manuell eingreifen muss. Die, ich sag mal, Standard-Tracking-Systeme, die es heute so im Markt gibt, so die Top 5 vielleicht, die sind in jedem Fall alle auch immer mit Google Analytics gut und ordentlich zu betreiben. Da ist in der Regel alles auch vernünftig voreingestellt, sodass man hier im Detail sich dann auch gar nicht mehr so ganz intensiv drum kümmern muss. Wer dort irgendwo selbstprogrammierte Dinge lieber nutzen möchte aus Gründen, der hat natürlich dann auch entsprechenden Mehraufwand, sodass man dann hier auch darauf eingehen muss, wie man es nachher ordentlich konfiguriert, damit das auch eben rechtlich abgesichert ist und eben hier dem Datenschutz dann auch wirklich Rechnung getragen wird. Es finden auch regelmäßig Erweiterungen und Änderungen im System statt. Seit es jetzt Analytics 4 gibt, sehen wir hier schon da so vier, fünf wesentliche Veränderungen im System. Da muss man dranbleiben. Das wird in der Regel auch immer sehr gut und regelmäßig kommuniziert von dem Analytics-Team, sodass man dann auch weiß, was ist da jetzt konkret mitzunehmen, was ist da zu bedienen. Und im Schwerpunkt muss man nämlich immer schauen, dass natürlich hier die Zusammenarbeit, die Einstellungen in Verbindung mit Google Ads dann auch vernünftig aufgesetzt sind, damit natürlich gerade hier dann die Kampagnenauswertungen entsprechend gut laufen. Ja, und wenn ihr das alles eben ordentlich vorbereitet habt, dann ist das hinten ran mit den Reports letztendlich dann natürlich eine sehr angenehme Sache. Wir werden sehen, wir haben wirklich eine sehr große Bandbreite an Informationen, was wir aus Google Analytics herausziehen können. Und da gibt es, wie schon angesprochen, eigentlich zwei verschiedene Sachen. Natürlich haben wir innerhalb von Google Analytics wieder Standardreports, mit denen wir arbeiten können. Das System ist wesentlich flexibler auf eure Bedarfe auch auszurichten. Das heißt, ihr könnt natürlich immer benutzerdefinierte Berichte auch im System entsprechend erstellen. Und wer eben nicht nur auf Analytics-Kennzahlen zugreifen möchte, sondern möchte auch in seinen Berichten verschiedenste Tools und Kennzahlen zusammenfassen, der ist dann mit dem Looker Studio auch sehr gut aufgestellt, wo man also ganz tolle Berichte eben sehr einfach auch herstellen kann, mit denen dann entsprechend ihr für eure Zielgruppe auch eben gut arbeiten könnt. Das ist natürlich hier ein ganz wichtiger Part. Ja, was können wir auswerten? Hier schon mal eine theoretische Einlassung, die wir natürlich dann auch praktisch gleich einmal durchgehen werden. Das System ist heute so aufbereitet, dass wir in sogenannten Ereignissen, Englisch Events, arbeiten. Das System verarbeitet also automatisch bestimmte Interaktionen auf eurer Webseite, in euren Apps, die dann entsprechend in den Berichten auch wieder ausgewertet werden können. Und da ist natürlich klar, haben wir zunächst mal sogenannte Standard-Events hier in dem linken oberen Kasten dargestellt. Das zum Beispiel ist der First Visit ein Standard-Event. Start einer Session, also einer Sitzung bei euch auf der Webseite. Das Nutzer-Engagement wird als Event mitgeführt. Das heißt, hier haben wir schon eine Vielzahl an Informationen, die automatisch immer mitlaufen bei entsprechenden Google Analytics und die dann noch durch erweiterte Measurements hier ergänzt werden. Zum Beispiel beherrscht Google Analytics 4 von Haus aus automatisch ausgehende Klicks, Outbound-Klicks. Das heißt, wenn auf eurer Seite ein Besucher auf einen Link klickt, der auf eine andere Webseite verweist, zum Beispiel auf ein Buchungsportal, dann kann man das heute eben direkt schon auch nachvollziehen und auswerten. Das war bei Universal Analytics nicht der Fall. Da gab es solche entsprechenden enhanced automatischen Events gar nicht. Das musste man alles komplett separat und manuell einrichten. Und das ist eben hier bei Google Analytics 4, wie gesagt, jetzt schon entsprechend Standard, dass hier viele Dinge automatisch im Tracking drin sind, die früher so gar nicht zur Verfügung standen. Site Search ist hier nochmal mit angeführt, also eine Volltextsuche innerhalb eurer entsprechenden Webaktivität. Engagement mit YouTube-Videos auf eurer Webseite. Download von Dateien kann ich hier noch zum Beispiel mit anfügen. Also da gibt es schon eine ganze Menge Interaktionen, die sehr spannend sind.
und die natürlich so, ohne dass man weiteres Zutun einrichten muss, im System schon funktionieren. Dann gibt es natürlich noch darüber hinaus auch die Möglichkeit, sogenannte Custom- oder benutzerdefinierte Events im System einzurichten und zu verwenden. Ja, und da habt ihr im Grunde genommen freie Bahn und könnt mehr oder weniger alles, was euch so einfällt, was an Interaktionen auf eurer Webseite stattfindet, dann auch noch zusätzlich definieren und dann auch entsprechend erheben. Über 25 benutzerdefinierte Events kann man ohne Probleme im System nochmal mit einbauen. Also da ist reichlich Platz für eine Individualisierung. Und so lassen sich, glaube ich, auch alle Aktivitäten hier nachher sauber mitchecken, die für euch, für euer Geschäftsmodell, für eure Webseite, für eure App entsprechend relevant sind. Da muss man natürlich sich einmal so ein bisschen drum kümmern. Aber wir werden auch das im Rahmen der Google Tech Manager Veranstaltung kurz machen, ist mit etwas Grundlagenwissen durchaus leistbar. Und es gibt natürlich auch viele gute spezialisierte Agenturen im Markt, die sich dann um solche Dinge kümmern, mit denen man dann hier entsprechend gut arbeiten kann. Die E-Commerce-Sachen sind immer abhängig vom Shop-System. Einige Shop-Systeme bieten eben auch hier schon standardisierte Plugins an, die dann automatisch für Analytics 4 auch ein sogenanntes E-Commerce-Tracking im Angebot haben. Bei manchen muss man da noch manuell eingreifen. Also da muss ich mich natürlich dann als Marketing-Manager durchaus kümmern, um eben hier auch für mich dann alle Kennzahlen am Start zu haben. Ich glaube, das ist vergleichsweise gut und einfach zu leisten und damit kann sich unterm Strich jeder beschäftigen. So, damit haben wir mal so einen kleinen theoretischen Abriss gemacht und den will ich jetzt hier auch gar nicht weiter vertiefen. Ich versuche immer, euch möglichst einen praktischen Bezug zu den Dingen zu geben, was ja auch gleich viel spannender, wenn man einfach mal sieht, wie sieht denn so eine Oberfläche aus? Was kriegen wir da eigentlich an Kennzahlen raus? Das macht ja erfahrungsgemäß auch viel mehr Appetit dann darauf, das Tool auch mal selbst auszuprobieren, soweit ihr da noch nicht mitarbeitet. Oder eben, wenn ihr da vielleicht schon eure ersten Gehversuche gemacht habt und wollt jetzt mal genau wissen, was noch im Detail möglich ist. Wie gesagt, freue ich mich hier einfach auf eure Fragen im Chatfenster, die ihr natürlich dann sehr gerne hier direkt an mich stellen könnt und ich versuche das eben direkt alles auch hier möglichst zeitnah dann abzuarbeiten für euch. Das Ganze entwickeln wir an einem Demokonto. Das stellt Google euch zur Verfügung. Da gebe ich euch kurz den Link im Chat mit auf. So, da ist er eben hineinkopiert. Bei Google gibt es einen sogenannten Merchant Store. So, in diesem Merchant Store, wie der Name ja schon vermuten lässt, kann also jeder von euch, der mag, sich gerne hier lustiges Merchandise-Equipment bestellen. Wer also immer schon mal hier so eine wunderbare Google-Trinkflasche haben wollte, einen schönen Becher sein eigenen möchte, vielleicht die recycelten Google-Socken tragen will, was auch immer, der ist hier gut aufgehoben. T-Shirts, alle möglichen Dinge findet man. Ich glaube, man kann sogar Google-Fahrräder hier im System kaufen. Wer also immer schon mal ein Google-Bike haben wollte, kennt man ja aus den Bildern von dem Google-Standort in Kalifornien. Da fahren ja die Mitarbeiter mal gerne auf Google-Bikes durch die Gegend. Nicht der hat die Möglichkeit, das hier auch zu ordern. Und insofern ist das eben ein reales Shop-System, was hier zur Verfügung steht. Und für diesen Shop hat natürlich Google auch entsprechend ein Analytics im System implementiert.
Und diese Daten werden eben im Rahmen von diesem Demo-Account auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben es wirklich mit realen, praxisorientierten Informationen in diesem Demo-Account zu tun. Und für diejenigen von euch, die auch im Bereich E-Commerce unterwegs sind, die haben gleich schon mal so eine Referenzanwendung, wo sie vielleicht auch die ein oder andere Kennzahl einfach mal auf den Prüfstand stellen können. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie laufen mir die Daten dann entsprechend im Merchandise Store hinein? Da kann man ja schon mal entsprechend gut schauen, wo man dort vielleicht Anregungen und Entwicklungen nehmen kann. Dafür ist es in jedem Fall eine gute Idee, das mit zu nutzen. Und gemäß dem Link kann man sich jetzt hier für diesen Demo-Account ganz einfach einen Zugang einrichten. Da müsst ihr so ein bisschen mal nach unten scrollen. Und ihr seht das, hier ist es dargestellt: Google Analytics 4 Property, Google Merchandise Store Web Data. Das wäre also hier der Link, den ihr bitte benutzt. Ich meine, dann habt ihr auch unmittelbar direkt entsprechend auch Zugriff auf das System. Könnt also, wenn ihr das möchtet, parallel auch mit den Daten nachvollziehen und da schon mal selbst reinschauen und habt einfach mal ein Benchmark an Informationen zur Verfügung für diejenigen, die vielleicht noch kein eigenes Konto haben oder die mal wissen wollen, wie das in so einem großen, gut laufenden Webshop nachher aussieht und funktioniert. Also da könnt ihr, wie gesagt, hier kostenlos euch direkt einen Zugang zum System einrichten, den ihr dann entsprechend hier auch verwendet. So, weiterhin gehen wir jetzt einfach mal auf diese entsprechende Seite. Und hier sind wir auch schon unterwegs. Wenn ihr euch über den eben genannten Link angemeldet habt, ich kann auch den Link hier gerne nochmal direkt für euch hineinposten, dann landet ihr entsprechend hier auf diesem Musterkonto. So, ich zoome das eben für euch ein bisschen auf. Bei 150% sollten wir aus der Erfahrung heraus ganz gut zurechtkommen, dass ihr da auch ordentlich was sehen könnt. Das ist ganz wichtig. So, die Struktur ist im Grunde genommen einfach zu verstehen. Wir sehen hier im linken Bereich gibt es zunächst mal unseren Menübereich. Wir befinden uns gerade auf der Startseite. Wir sehen, dass darunter dann entsprechend die Berichte direkt auftauchen. Kommt hier die Unternavigation für die Reports, ne, Akquisitionsberichte, Engagement Reports, Monetarisierungskennzahlen, Daten zur Bindung, Nutzerattribute, technische Daten und hier unten nochmal wichtig eine entsprechende Bibliothek, die zur Verfügung steht. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer sogenannten explorativen Datenanalyse. Dahinter verbirgt sich eigentlich die Möglichkeit, individuelle Auswertungen und Kennzahlen im System entsprechend zu ermitteln. Das heißt, hier habt ihr über eine Vorlagengalerie alle möglichen vorbereiteten Vorlagen schon zur Verfügung, die jetzt so in den Standardberichten nicht unbedingt abgebildet sind und könnt gemäß diesen Vorlagen eben euch selbst sozusagen on the fly, wie man sagt, also direkt hier online eben auch Auswertungen im System mal schnell zusammenstellen, wenn ihr auf bestimmte Daten zurückgreifen wollt. Also wir sehen, hier gibt es sogenannte Trichteranalysen, ich kann Pfadanalysen machen, Kohorten, Nutzer-Lifetime-Aktivitäten. Natürlich kann ich sozusagen auch von der Basis aus mir ein komplett eigenes Format aufbauen in den Systemen. Gibt schon vorbereitete Berichte für bestimmte Anwendungsfälle, Branchen oder Aktionen, die ich natürlich hier im Zugriff habe. Also da ist man dann für die Individualisierung sehr gut aufgestellt und es geht wirklich vergleichsweise einfach von der Hand. Ist eine Sache, wo wir auch im Advanced-Bereich in jedem Fall einen Blick hineinwerfen und die im Grunde genommen dann aktiv sind.
Ich sehe immer noch den Online-Shop, nicht aber den Report. Dann lese ich hier gerade, ihr solltet alle den Report hier im Präsentationsbildschirm sehen. Insofern vielleicht Webstages an der Stelle einfach auch mal neu laden. Ich sehe sonst hier keinen anderen Teilnehmer, der da ein Problem hat. Also das ist eine Sache, die vielleicht bei dir einfach in der Aktualisierung von deinem Screen liegt. Einfach nochmal neu probieren im Zweifelsfall, einfach nochmal neu reinkommen ins System. Und dann sollte es eigentlich alles funktionieren. So, explorative Datenanalysen gerade angesprochen. Natürlich gibt es dann auch weitere Informationen hier dann nochmal, wo die speziellen Werbeverknüpfungen auch wieder mit speziellen Berichten nochmal zu finden sind. Da gibt es auch spannende Dinge für diejenigen, die im Speziellen wieder mit Google Ads und Co. die Auswertung machen wollen. Ist also auch wieder gut aufgebaut, ähnlich wie das auch schon bei Universal Analytics der Fall war, aber hier teilweise eben auch schon mit deutlich erweiterten Reports, die das System mitbekommt. Ganz unten links in der Ecke seht ihr den Verwaltungsbereich. Das Zahnradsymbol steht immer stellvertretend für den Verwaltungsbereich, den Administrationsbereich. Da geht es dann entsprechend hier in die Einstellungen der Systeme hinein. Da haben wir natürlich jetzt hier im Demo-Store nur sehr begrenzte Berechtigung. Darum kann ich jetzt hier praktisch gar nichts zeigen, weil das logischerweise alles hier dann blockiert ist an der Stelle. Das werden wir im Rahmen vom Tech-Manager-Kurs und auch vom fortgeschrittenen Kurs uns an einem anderen Konto dann mal etwas näher ansehen. Aber hier finden im Grunde genommen sämtliche Konfigurationen statt. Hier wird der Datenstream konfiguriert. Ich kann hier Informationen für Datenhebung, Datenimporte im System einstellen. Wir sehen hier die umfangreichen Verknüpfungen, die dann hier gemacht werden können im System. Wir sehen hier die Ereignisse und Conversions, die jetzt im Übrigen Schlüsselereignisse genannt werden, kann hier meine Zielgruppen, Listen im System aktivieren etc. Also hier sind im Grunde genommen die ganzen Konfigurationen und Einstellungsmöglichkeiten dann für euch zur Verfügung. Die lassen wir aber heute zunächst mal außen vor, weil wir wollen ja erstmal schauen, was gibt es überhaupt für Kennzahlen und für Berichte, damit wir uns dann mit dem Tool zunächst mal erstmal hier beschäftigen können. So, und das, worum es jetzt letztendlich geht, müssen wir erstmal ein bisschen sortieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben hier in diesen Bereichen es mit sogenannten Dimensionen und Metriken zu tun. Ich gehe zum Beispiel mal hier auf den Akquisitionsreport. Wir wollen uns mal neu generierte Zugriffe im System anschauen, um das Ganze zu verdeutlichen. Und wir sehen, wie das aufgebaut ist. Hier oben rechts in der Ecke kann man immer den relevanten Zeitraum aktivieren, für den man die Auswertungen vornehmen möchte. Hier in dem Beispiel sehen wir, es ist gerade mal auf die letzten 28 Tage automatisch eingestellt. Also jedes Mal, wenn ich mich hier auf dieser Oberfläche anmelde, werden mir immer automatisch die letzten 28 Tage im System gezeigt, sodass ich immer einen sehr guten Überblick habe, wie sich das System entsprechend entwickelt. Und das können wir natürlich individuell beliebig konfigurieren. Wir sehen, hier gibt es verschiedene vorgefertigte Datenbereiche. Ich kann aber auch schlicht und ergreifend hier direkt im Kalender entsprechend meine relevanten Bereiche markieren und wird mir dann unmittelbar auch dargestellt. Und ich kann hier auch zum Beispiel Vergleichszeiträume direkt aktivieren, wo ich sage, gib mir die letzten 28 Tage und vergleiche das mit den letzten 28 Tagen zuvor oder zum Vorjahr oder wie auch immer. Dann lässt sich das direkt hier im System entsprechend umsetzen und wir sehen, dann wird mir das auch hier sofort dargestellt. Ich habe hier dann auch gleich immer überall netterweise noch die Differenz, die mir ausgewiesen wird, sodass man eben auch sehr schnell und gut sehen kann, wie hat sich gerade der Besucherbereich entwickelt? Ist mehr, ist weniger geworden? Muss ich dagegen steuern? Hat die letzte Marketingaktion gegriffen? Hier offensichtlich nicht, weil wir jetzt gerade 19% weniger Nutzer auf der Seite zum Vormonat, zum Vorzeitraum sehen an der Stelle. Also wir sehen, das ist hier wirklich schon sehr
einfach in der Anwendung und so kann man sich ja wirklich gut dann auf die Auswertung der Kennzahlen auch konzentrieren, die natürlich entsprechend hier für uns wichtig und relevant sind. Je nachdem, in welchem Bericht wir uns befinden, haben wir in der Regel oben immer verschiedene grafische Darstellungsbereiche. Hier haben wir eine Verlaufsgrafik. Hier rechts oben ist ein entsprechendes Balkendiagramm abgebildet. Das Hauptinteresse von euch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit hier unten aber auf der Tabelle liegen. Das heißt, hier gibt es dann zu den jeweiligen Reports dann die Zahlen, Daten, Fakten, um die es natürlich geht, die wir natürlich dann auch auswerten wollen. Und das setzt sich immer einfach zusammen. Wir haben hier in der ersten Spalte es immer mit einer sogenannten Dimension zu tun. Eine Dimension beschreibt immer irgendeine Situation. Hier in dem Fall haben wir jetzt hier die entsprechenden Sitzungen, die nach sogenannten Channel-Gruppen hier zusammengefasst sind. Das heißt, ich kann hier schon auf einen Blick sehen, wie viele Besucher sind direkt auf meine Webseite gekommen, wie viele Besucher habe ich über die organische Suche erhalten, wobei hier in der Channel-Übersicht es egal ist, ob der jetzt über Google, über Bing oder über irgendeine andere Suchmaschine kommt. Hier sind also alle Suchmaschinen in diesem Wert organische Suche konsolidiert. Wie viele Besucher haben wir über irgendwelche Verlinkungen? Was kommt aus dem Paid Search-Bereich, sprich Google Ads? Was kann man aus den sozialen Netzen entsprechend hier bekommen? Das heißt, hier wird schon eine gute Information geliefert, um eben zu sehen, wie ist denn die Struktur von unserem Traffic? Was sind jetzt hier Kanäle, die für mich besonders gut und wichtig sind? Was sind Kanäle, die vielleicht eher so ein bisschen schwächeln, wo wir vielleicht noch ein bisschen zulegen müssen? Das ist ja das, was euch nachher entsprechend interessiert, mit der man dann hier entsprechend im System auch bearbeiten kann. Ich sehe gerade, dass hier zu zwei Fragen aufgekommen sind. Christian Böbinker wird die Frage stellen, wird immer die lokale Zeitzone automatisch angewendet? Die Zeitzone von meiner sogenannten Property, also das, was wir hier sehen im Analytics-Account, ist eine sogenannte Property. Die bezieht sich also speziell auf die Auswertung einer einzelnen Webseite in der Regel. Und in der Einstellung lege ich fest, für welche Zeitzone diese Property eingerichtet wird. Also das ist damit sozusagen verankert. Und insofern bezieht sich das immer auf die im System eingestellte Zeitzone, wenn ich mir hier entsprechend diese Reportings dann anschaue. Also hier, in dem Fall weiß ich tatsächlich gar nicht, ist es wahrscheinlich, hoher wahrscheinlich die amerikanische Zeitzone, irgendwie Kalifornien, welche auch immer es da gibt an der Stelle. Also wie gesagt, das, was ihr bei der Einrichtung der Property für eine Zeitzone im System hinterlegt, wird hier auch automatisch dann im System entsprechend angewendet. Und die Christina fragt noch dazu, wenn Sie Property in GA4 anlegen, dann wählen Sie für Sie und Ihr Unternehmen passende Zeitzone aus in den Einstellungen. Achso, das bezog sich jetzt wird schon auf die Frage zuvor. Also da wird entsprechend dann direkt auch die Möglichkeit gegeben, das abzudecken. Bei diesen Grundeinstellungen ist übrigens auch gleichzeitig noch das Währungssymbol mit am Start. Das kann man eben dann auch voreinstellen. Also je nachdem, in welcher Währung ich gerne meine E-Commerce-Kennzahlen hier sehen würde im System, lässt sich das auch direkt mit einstellen und verarbeiten. Funktioniert natürlich dann entsprechend auch. So, erste Spalte, immer die sogenannte Dimension, die also hier irgendwas beschreibt. Wir haben Dimensionen zum Event. Eventname wird da gezeigt. Wir haben Dimensionen für Orte, Regionen, Länder. Wir haben für technische Dinge Dimensionen. Gerät, Betriebssystem, Browser, solche Dinge, zum Beispiel Bildschirmauslösung wäre auch mit dabei. Also da gibt es eben unterschiedliche Zugänge.
Und zu der Dimension gibt es dann noch sogenannte Metriken, also dann die eigentlichen Kennzahlen. Und da muss man natürlich immer überlegen, was ist für einen jetzt selbst in der Auswertung hier relevant. Wir nehmen einfach mal das, was wir hier gerade sehen. Also wir haben hier in dem Beispiel jetzt in dem Betrachtungszeitraum 39.521 Nutzer im System registriert. Also so viele Besucher sind in dem Zeitraum bei mir auf der Webseite gewesen. Diese 39.521 Besucher haben in Summe 57.129 Sitzungen durchgeführt. Ist ja logisch, ne? Ein Nutzer, also wenn ich jetzt heute bei euch das erste Mal auf die Internetseite komme, schaue ich mich erstmal um, ne? Habe erstmal eine Übersicht. Morgen denke ich vielleicht wieder darüber nach, sage, ach Mensch, warst du da gestern auf dieser einen Seite? Haben die denn auch dies und jenes noch im Angebot oder kriege ich da und dazu nochmal eine genauere Information? Das heißt, ich würde morgen vielleicht oder übermorgen auch wiederkommen, um nochmal meine Informationen zu spezifizieren. Darum hat dann ein Nutzer in der Regel natürlich mehrere Sitzungen bei euch. Also die Anzahl der Sitzungen müsste theoretisch eigentlich immer höher sein wie die Anzahl der Nutzer bei euch im System. Das kann natürlich für euch schon eine interessante Verhältnismäßigkeit sein. Also wie viel Sitzungen pro Nutzer habe ich denn im Durchschnitt? Sagt mir ja was über die Wiederholfrequenz und damit natürlich auch was über das Interesse des Nutzers an meiner Webseite aus. Ne? Also wir sehen, da kommt man schon relativ schnell dann zu entsprechenden Erkenntnissen, die man hier an der Stelle mitnehmen kann. Dann, was haben wir hier zum Beispiel noch? Sehen wir hier jetzt eine durchschnittliche Interaktionsdauer. Das ist also die Verweilzeit, die jetzt der Nutzer im Rahmen einer Sitzung bei mir auf der Webseite verbringt. Und jetzt sieht man schon mal sehr schön, hier gibt es jetzt Kanäle, die nur hier unten Organic Video, ne, Besucher, die darüber kommen, verweilen nur 4 Sekunden. Kann man sagen, okay, da ist offensichtlich das Interesse an dem gebotenen Content jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber Benutzer, die über eine Verlinkung kommen, über einen Referral, die bleiben im Durchschnitt 2 Minuten 17 Sekunden. Also das scheint für uns aus der Kennzahl heraus durchaus ein sehr interessanter Kanal zu sein, der uns offensichtlich Nutzer liefert, die lange bei uns verbleiben. Lange verbleiben heißt, der hat wahrscheinlich ein relativ großes Interesse an unseren Produkten und Leistungen, die wir so im Angebot haben. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nutzerprofil, von dem wir gerne viel mehr hätten. Also so kann man das natürlich dann später sehen. Und das ist das, was man hier jetzt auch abgleichen könnte, wo man sagt, Mensch, guck mal, Paid Search in der Relation zu Organic Search ist hier relativ kurz, 25 Sekunden zu einer Minute. Da könnte ich jetzt drüber nachdenken und sagen, okay, vielleicht ist meine Paid Search, also meine Google Ads Kampagne, nicht stark genug ausgerichtet. Das heißt, ich sammle zu viel Nutzer ein, die dann eigentlich doch gar kein richtiges Interesse an meinen Leistungen haben. Also wie kann ich das schärfer einstellen, damit ich dort mein Marketinggeld effizienter einsetze? Das wäre hier vielleicht so eine Idee, wie man hier mit der Auswertung nachher entsprechend arbeiten kann. Organic Social ist das, was standardmäßig über die sozialen Netze kommt. Wenn ich also auf meinem LinkedIn-Profil einen Link zu meiner Webseite setze, jemand nutzt diesen Link, dann würde das hier unter Organic Social auftauchen. Und wenn ich bei LinkedIn andererseits eine Anzeige schalten würde, die dann zu meiner Webseite verlinkt, dann wäre das entsprechend, ich meine, es heißt dann Paid Social. Muss ich auch tatsächlich gleich nachgucken. So, also wir sehen, haben wir schon entsprechende Informationen, die hier, denke ich, dann ganz gut zur Verfügung stehen. Dann wird es hier hinten natürlich für uns jetzt spannend. Das heißt, hier kann ich jetzt auch abrufen, welche Ereignisse finden dann statt. Also wie ist erstmal standardmäßig die Ereignisanzahl.
Auch hier würde ich wieder einfach denken, jemand, der eben sehr viel mit meiner Internetseite interagiert, ist ja für mich offensichtlich erstmal ein sehr guter Besucher, ne, setzt sich ja mit meinen Angeboten auseinander. Also viel ist erstmal grundsätzlich gut. Und wenn man jetzt gute Augen hat, kann man hier im Detail nochmal reinschauen. Wir sehen, bei alle Ereignisse gibt es hier so ein kleines Pull-Down-Menü. Und das kann ich mir jetzt anschauen und könnte zum Beispiel hier jetzt einsteigen und sagen, vielleicht interessiert mich, wie viel meiner Besucher haben denn was in den Warenkorb getan. Dann kann ich mir also dieses Einzel-Event hier rausziehen, Add to Cart. Und dann kriege ich exakt auch hier für dieses Event dann die entsprechenden Anzahlen ausgeliefert. Das heißt, ich kann das wirklich eben ganz einfach und easy genau auf die Interaktionen zusammenfassen, die für mich jetzt im Rahmen dieser Auswertung auch wirklich relevant sind, um damit dann auch die Hauptaktivitäten im System hinzubekommen. Daneben gibt es dann, früher haben wir da Conversion oder Ziel so gesagt, jetzt heißt das mittlerweile Schlüsselereignisse, dann hier die Ereignisse, die für uns besonders wichtig sind. Die können wir im Backend von Google Analytics auch entsprechend einstellen. Ja, zum Beispiel jetzt hier der Kauf und sage, ja, ist gut und schön, dass die Leute was in den Warenkorb stecken, aber dafür gibt es keinen Preis. Preis gibt es erst dann, wenn auch wirklich jemand dann auf Einkauf letztendlich draufklickt. Und darum ist natürlich das jetzt für mich die wertvollere Eventart, in dem Fall eben das wertvollere Schlüsselereignis. Und darum haben wir dann hier in dem Fall da auch nochmal die zweite Möglichkeit, dann hier eben sehr spezifisch zu werden. Und dann sieht man schon, dass sich hier bei den Kanälen auch schnell die Spreu vom Weizen trennt. Wir haben Kanäle, die uns durchaus vielleicht gut entsprechende Besucher bringen, die aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt hier glänzen im Bereich der Einkäufe, die darüber entsprechend vermittelt werden. Und so kann man das System entsprechend hier natürlich noch mitbedienen. Und in dem Fall, wo wir entsprechend hier den Gesamtumsatz am Start haben, dort laufen jetzt hier die Umsatzkennzahlen auch mit rein, sodass ich es eben nicht nur reinweg am Anzahl der Käufe bewerten kann, sondern sie eben hier auch die Umsätze, die mit dazu im Start sind, die haben wir hier auch mit am Start. Von Usipa kommt gerade die Frage rein, wie wird das Thema KI heute noch eingebunden? Also wir machen, um es vielleicht so zu beantworten, wir machen keine Auswertung analytics-technisch in Verbindung mit zum Beispiel Gemini oder sowas. Das ist heute nicht vorgesehen. Heute geht es tatsächlich erstmal nur um die Funktionalität, um die Grundidee von Google Analytics. Da, wo wir auch automatisch schon Auswertungen sehen, den Rest, den gucken wir dann über in anderen Webinaren dann an. Das ist hier heute nicht Gegenstand von der Veranstaltung. So, also Dimensionen, Metriken werden hier entsprechend direkt mit angezeigt. So, und das ist hier auch wieder wichtig. Dazu bekommt ihr auch von mir gleich wieder nochmal einen Link. Es gibt nämlich wirklich eine sehr exzellente entsprechende Hilfe, die bei Google wirklich sehr gut und stets aktuell gepflegt ist. Und das, was für euch sicherlich zunächst mal hier interessant ist, da einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Ihr habt hier einen sogenannten Analytics Dimension und Metric Explorer, der übrigens, wenn ihr im System angemeldet seid, auch netterweise gleich mit dem Account, mit der Property zusammen funktioniert. Und hier werden sämtliche Dimensionen und Metriken angezeigt, die eben in Verbindung mit dieser Property abgerufen werden. Die Zahl nicht ganz genau im Kopf. Ich meine, es sind mittlerweile so irgendwas um die 250 Dimensionen und Metriken. Also da kommt mittlerweile einiges hier an Kennzahlen zusammen, was aus dem System heraus dann eben abgerufen werden kann. Und das ist natürlich für euch wichtig, dass ihr einfach mal hier euch einen eigenen Überblick verschafft, denn klar, ich muss ja erstmal wissen, was gibt es eigentlich alles für Zahlen, damit ich dann weiß, welche sind für mich, für meine Auswertung in dem Thema dann entsprechend hier relevant.
Und insofern passt das dann, dass da natürlich ihr euch dort einen guten Überblick verschaffen könnt. Wo wir hier gerade schon bei den Channelgruppen gewesen sind, auch da gibt es netterweise gleich im Hilfebereich entsprechend hier eine Übersicht. Auch die verlinke ich euch gern. Da kommt der Link hier auch schon um die Ecke. Ist wieder im Chat eingestellt für euch. Und hier habt ihr zunächst mal komplett eine Übersicht, welche Standard-Channel sind eigentlich im System von Haus aus verfügbar. Ja, kam ja dazu auch schon prompt eine Frage. Und das könnt ihr hier entsprechend auch nochmal direkt nachlesen im System. Hier soziale Netzwerke bezahlt. Paid war ja auch von mir vorhin schon hier genannt worden, ist auch mit dabei. Das heißt, hier sind sämtliche Kanäle, die das System von Haus aus kennt, dargestellt mit der Beschreibung, wie die zustande kommen. Entsprechend auch hier mit entsprechenden Formelangaben, soweit das relevant ist. Warum ist das wichtig? Na, ihr könnt auch eigene benutzerdefinierte Kanäle im System euch einstellen und hinterlegen. Wer also sagt, ach, mit dem, was Google hier im Standard bietet, da komme ich gar nicht zurecht, ich habe irgendwie ganz andere Anforderungen, kein Problem. Dann setzt einfach benutzerdefinierte Kanäle auf und könnt dann über entsprechende Regeln das euch so zusammen konfigurieren, dass es genau euren Anforderungen entspricht. Ja, und dass ihr natürlich damit genau das abbilden könnt, was ihr auch für eure Auswertung, für eure Systeme dann entsprechend mit am Start habt. Ich bleibe hier noch mal kurz in diesem Bericht der neu generierten Zugriffe. Da kann ich gleich hier noch zwei, drei Sachen an der Stelle ganz gut erklären. Das eine, wenn wir hier jetzt so einen Standardreport haben, dann seht ihr hier oben neben diesem Auswahlmenü zunächst erstmal die Möglichkeit, das aufzuklappen. Und hier könnt ihr das eben jetzt sehr unterschiedlich konfigurieren. Im Standard, wie gesagt, wird hier die Channelgruppe dargestellt, aber vielleicht sagt ihr, nee, ich möchte eigentlich lieber an der Stelle die Quelle und das Medium auswerten. Also Channel ist mir sozusagen zu grob, ich hätte es gerne etwas feiner, granularer. Und dann kann ich das über Quelle Medium im Sitzungsbereich hier direkt einstellen im System. Also da sind wir mal direkt entsprechend mit am Start. So, und hier kann man das jetzt wieder als Beispiel sehen. Wir nehmen mal hier die zweite Zeile. Wir sehen, das ist jetzt hier Medium Organic, sprich ein Besucher, der im Kanal organische Suche normalerweise auftauchen würde. Aber hier ist es jetzt entsprechend spezifiziert, weil es ist eben hier konkret ein Besucher, der über die Google-Suche kommt. Oder Zeile 7, auch hier ist der über organische Suche gekommen, hat aber die Suchmaschine Baidu benutzt an der Stelle. Ja, also da sehen wir, kriege ich schon nochmal wesentlich genauere Informationen. Hier werden maximal 10 Zeilen angezeigt. Wir sehen hier oben rechts in der Ecke, es gibt 53, aber die in der Darstellung drin sind. Das heißt, ich kann mir das natürlich hier entsprechend auch verlängern. In der Ansicht habe dann hier alle Sitzungen, Quelle Medien hier mit zur Verfügung und kann dann hier wirklich im Detail schauen, wo ist denn hier die Quelle. Da sehen wir, kommen Leute über Instagram an der Stelle. Hier unten haben wir nochmal Yahoo-Suche mit dabei. Hier kommen welche über Facebook, über einen Link. Hier LinkedIn ist mit am Start. Also da kann ich also meine Detailneugierde entsprechend befriedigen und dann eben sehr genau an der Stelle mitarbeiten. Dann kann ich es aber auch noch weiter ergänzen an der Stelle. Und zwar sehen wir hier wieder oben in dieser Kopfzeile der ersten Spalte nochmal so ein blaues Pluszeichen. Das gehe ich nochmal an. Und zwar bietet jeder Bericht hier an der Stelle immer die Möglichkeit, noch eine sogenannte zweite Dimension mit abzubilden.
So, und hier tauchen jetzt alle möglichen weiteren Dimensionen auf, die ich hier in der Verbindung im System noch mit aufrufen kann. Und ich könnte das zum Beispiel hier nutzen. Also ich weiß jetzt, es gibt auch die Dimension Kampagne. Und da wir uns hier gerade auf Sitzungsebene befinden, da steht Sitzung davor, Quelle Medium, würde ich hier auf Sitzungsebene Sitzung Kampagnenname mir mit zusätzlich einbinden. Dann seht ihr, ergänzt das System hier automatisch jetzt eine weitere Spalte. Ups, und nach einer kurzen Gedenkminute kriege ich hier bei den Google CPC Sachen, also CPC steht für Cost per Click, also hier auf Deutsch Google Ads Anzeigen, jeweils immer auch nochmal den Kampagnennamen mit dazu, der mir dann eben hier im System auch angezeigt wird. Also da habe ich sowohl die Quelle als auch das Medium drin, zusätzlich dann auch nochmal den Kampagnennamen. Da habe ich also den kompletten Set an Informationen, den ich im Grunde genommen benötige, um hier eine vernünftige Kampagnenauswertung im System zu fahren und an der Stelle mitzunehmen. Ja, also man sieht, da lässt sich schon doch viel Detailinformationen auch aus dem System nachher rausziehen, die man dann auch wirklich sehr einfach und gut auswerten kann. Und das kann man natürlich entsprechend hier dann im System mitnehmen. So, hier möchte ich gerne noch einen Hinweis an der Stelle loswerden. Wir sind jetzt hier in einer Auswertung, wo wir die sitzungsbasierten Zugriffe sehen. Ich gehe mit euch da nochmal über den Weg. Wir sind also auf dem Berichtsbereich unterwegs. Dann waren wir im Akquisitionsbereich, sind hier auf neu generierte Zugriffe gegangen. Und hier, wie gesagt, war die Auswertung nach den sitzungsbasierten Kanälen sichtbar. Ich gehe mal hier einen Link weiter nach oben, Bericht zur Nutzergewinnung. Das sieht erstmal vermeintlich nach demselben Report aus. Hier in der kleinen Unterscheidung, dass wir sehen, dort oben ist aber eine erste Nutzerinteraktion und nicht die Sitzung abgebildet. Was ist denn hier der Unterschied? Ich habe ja das Beispiel gemacht, dass ich vielleicht heute das erste Mal zu euch auf die Webseite komme und vielleicht bin ich über eine Google Ads Anzeige über euch gestolpert, habe auf die Ads Anzeige geklickt und bin dann zu euch auf die Internetseite gekommen. Dann habt ihr mich bei meinem ersten Besuch letztendlich über den PageSearch-Kanal gewonnen. Also ich als Nutzer wurde also erstmalig über Google Ads angesprochen und habe darüber zu euch auf die Webseite gefunden. Dann lande ich also hier unter Nutzergewinnung Paid Search. Jetzt komme ich in meinem fiktiven Beispiel morgen wieder zurück. Ich habe mir eure URL gemerkt, ja, rufe die URL direkt in meinem Webbrowser auf. Das heißt, die Sitzung, die ich morgen starte, die wäre dann entsprechend jetzt hier unter neu generierte Zugriffe, nämlich sitzungsbasiert zu finden. Also, ich als Nutzer wurde ursprünglich über Google Ads akquiriert, aber die zweite Sitzung, die ich an der Stelle mache, hat in dem Beispiel dann über einen Direct-Besuch stattgefunden. Und da könnt ihr nachher natürlich unterscheiden, was will ich jetzt später auswerten und wie will ich es adressieren? Möchte ich wissen, was ist denn jetzt der Kanal, um möglichst viele neue Besucher zu akquirieren? Dann würde ich natürlich oben in den Nutzerreport schauen.
wenn ich eher wissen möchte, in welchem Verlauf, was ist jetzt die letzte Sitzung, der Kanal gewesen, der dann vielleicht die Conversion noch ausgelöst hat, dann durchaus ein ganz anderer Kanal wie die ursprüngliche Akquisition, der würde dann hier unten in diesen Report einsteigen. So kann man das letztendlich im System entsprechend dann auch differenzieren. Wir gehen nochmal weiter auf den Engagement-Bereich. Hier lassen sich jetzt alle Interaktionen auswerten. Und weil schlussendlich natürlich die entsprechenden Events, Ereignisse auch wieder sehr wichtig sind, auch hier wieder für euch direkt nochmal der Link zur entsprechenden Google-Hilfe hier hineingepostet. So. Und hier habt ihr zunächst mal eine Aufstellung, welche Events, automatisch erfasste Ereignisse gibt es eigentlich im System. Und natürlich folgt hier auch die Anleitung, wie man sogenannte benutzerdefinierte Ereignisse dann im System einstellen und konfigurieren kann. Wenn ihr also sagt, Mensch, mit dem, was mir hier angeboten wird, komme ich überhaupt nicht aus. Ich habe noch viele andere Ideen, was ich gerne als Interaktion bei mir auf der Webseite haben möchte. Das kann man natürlich dann hier auch nachvollziehen. Auch hier wieder praktische Tabelle. Ihr seht hier auch den Unterschied. Google Analytics 4 lässt sich ja nicht nur mit einer Webseite verwenden, sondern auch wenn ihr eine App programmiert habt, lässt sich im Rahmen der App-Programmierung, sei es Android-App, sei es iOS-App, hier mit entsprechenden Software Development Kits, SDKs, zusammenarbeiten, über die auch Analytics implementiert werden kann. Und insofern habt ihr hier gleich beide Varianten. Also hier App-Update ist offensichtlich ein Ereignis, was eben in Verbindung mit einer App ausgewertet wird. Ein normaler Klick auf einer Webseite wird hier dann mit ClickWeb entsprechend nochmal dargestellt. Und wie ihr hier eben auch seht, ist das hier wieder genau beschrieben. Was wird eigentlich ausgewertet? Welche weiteren Informationen werden dabei auch noch verarbeitet und sind später auch abrufbar? Da kann man sich ja wieder eine entsprechende Übersicht verschaffen. Und das ist natürlich wieder für euch wichtig, wie man an der Stelle das ganze Thema mitkommt. Herr Kohlfürst möchte gerne wissen, Erstbesuch, wie gut kann sich Google das merken, also wenn Cookies gelöscht werden etc., dann sind natürlich die Daten logischerweise auch im Anschluss nicht mehr verfügbar. Also wenn ich, nachdem ich eure Webseite besucht habe, im Anschluss bei mir die Cookies lösche, habe ich natürlich zunächst mal keine weitere Möglichkeit, diese Zuordnung im System hinzubekommen. Und das ist natürlich jetzt hier nach wie vor aktuell Thema, dass diese Cookies immer noch relevant sind für diese entsprechende Art der Zuordnung. Und insofern haben wir hier immer eine gewisse Unschärfe, mit der man an dieser Stelle leben muss, nämlich die Anzahl der Menschen, die eben vielleicht eurem Tracking zwar grundsätzlich zugestimmt haben, aber in der Verbindung dann vielleicht doch im Anschluss die Cookies löschen, die bleiben natürlich hier dann messtechnisch auf der Strecke. Das lässt sich systembedingt natürlich jetzt hier gar nicht anders darstellen und entsprechend mitnehmen. So, da sind einfach dann die technischen Grenzen zurzeit gesetzt und insofern passt das. Zurück zu den Events. Download lässt sich hier automatisch heute auswerten, hatte ich angesprochen. First Visit, Startformular ausfüllen, lässt sich hier auch als Event mitnehmen. Wobei diese Formularaktivitäten in der Regel nochmal bei euch im System auch verprobt werden müssen. Das hängt also auch so ein bisschen dran, was für ein Formularmodul ist auf der Webseite eingesetzt. Nicht alle sind hier automatisch kompatibel, lassen sich aber von eurem Webprogrammierer sehr einfach anpassen. Wie gesagt, da einfach nur mal durchchecken, dass das auch richtig läuft, damit dann auch wirklich sichergestellt ist, dass die für euch relevanten Ereignisse auch wirklich hier im System entsprechend ankommen. Der Pageview ist hier natürlich auch ein Ereignis. Das System misst automatisch,
ob jemand auf eurer Seite gescrollt hat. Allerdings, es gab auch bei Universal Analytics technisch die Möglichkeit, manuell ein sogenanntes Scroll-Tracking im System einzurichten. Das hat man dann meist so eingerichtet, dass angezeigt wurde, ob der Besucher 25, 50, 75 oder 100% der Seite auch wirklich gesehen hat. Das ist hier im Standard bei Analytics 4 etwas anders eingestellt. Und zwar wird hier generell ein Scroll-Ereignis dann ausgewertet, wenn der Besucher mindestens 90% der Seite nach unten gescrollt hat, dann gilt es als gescrollt an der Stelle. Ich kann also hier jetzt im Standard nicht exakt auswerten, wie weit ist er denn wirklich gekommen. Das ließe sich auch über ein Custom-Ereignis ohne Probleme entsprechend realisieren, muss dann nur zusätzlich eingestellt werden. Also insofern muss man hier mal wissen, wie tief brauche ich die Information. Vielleicht reicht den meisten von euch also schon diese Grundinformation aus. Wenn man es detaillierter haben möchte, gar kein Problem. Nutzerdefinierte Events sind da an der Stelle dann auch machbar und lassen sich ohne Probleme relativ einfach im System entsprechend. So, die Ereignisse, wie schon dargestellt, haben wir natürlich unter den Berichten in den Engagements mit drin. Hier sind also nochmal alle Einzelevents im System dann auch genau abrufbar. Können wir alle anschauen hier in unserem Beispiel. Jetzt haben wir 26 verschiedene Events, die hier gemessen werden. Kann ich mir natürlich die Liste dann auch wieder aufklappen und könnte auch hier wieder eine sekundäre Dimension mit dazu nehmen. Je nachdem, was natürlich logischerweise ich jetzt für meine Auswertung dann wieder dabei haben möchte. Auch im Engagement-Bereich, natürlich auch für euch wieder wichtig, drin die Möglichkeit auszuwerten, welche Seiten wurden nun eigentlich besucht. Ja, da haben wir hier jetzt zum Beispiel das nach Seitenfaden sortiert. In dem Beispiel gibt es jetzt in dem Zeitraum 952 Seiten, die jetzt hier irgendwo aufgerufen worden sind. Die kann ich mir jetzt in dem Verlauf auch alle exakt einmal anschauen und genau sehen. Das ist jetzt also hier, wenn man so will, im Ranking erstmal meine Top 10 der Seiten, die eben am häufigsten Zuspruch von den Kunden findet, von den Besuchern. Und das ist sicherlich für die Auswertung schon mal hier eine ganz gute Idee, mit der man auch schon mal entsprechend weiterkommt. In dem Fall haben wir nochmal eine Kennzahl, die heißt Aufrufe. Aufrufe ist hier in dem Beispiel identisch mit dem Pageview. Also habt ihr hier bei Ereignisanzahl wieder die Möglichkeit, das im Detail einzustellen. Könnt ihr mal hier spaßhalber auf den Pageview umstellen. Und dann sehen wir, Zahlen sind identisch. Also Aufruf ist in der Relation hier identisch mit dem Pageview. Ergibt sich da also genau auch aus diesen Informationen heraus. So, dann schauen wir nochmal rasch in die Monetarisierungsreports. Hier in dem Fall haben wir es ja mit einem Webshop zu tun, habe ich natürlich meine ganzen E-Commerce-Kennzahlen. Also welche Artikel wurden jetzt angesehen, welche Artikel wurden auch in den Warenkorb gelegt, was unterm Strich wurde nachher auch gekauft, ist da auch ein Umsatz zustande gekommen. Das wären dann hier so die klassischen Reports, die aus diesem Bereich herauskommen. Dazu kann man hier dann auch im Kaufprozess sich die verschiedenen Verkaufsschritte ansehen, wenn es denn richtig konfiguriert ist. Wir sehen, hier haben wir 100% der Besucher, in dem Fall 54.000, starten eine Sitzung. Von den 54.000, 14.132 schauen sich ein Produkt an. Von der Summe wiederum 1.927 packen dann was in den Warenkorb. Den Bezahlvorgang starten dann 1.110
Und unterm Strich bleiben hier über 564, die noch wirklich einen Kauf vorgenommen haben. Und das Ganze lässt sich jetzt hier auf verschiedene Dimensionen dann wieder aufsplitten. Wenn ich also hier genau meine Kaufprozesse, in dem Fall zum Beispiel jetzt nach Gerätekategorie, nochmal spezifizieren möchte, dann lässt sich das hier an der Stelle entsprechend mitnehmen. So, bleibt vielleicht einmal noch der Blick auch in die technischen Informationen. Wenn ihr das im System aktiviert habt, im Backend, dann könnt ihr natürlich auch auf demografische Merkmale zurückgreifen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze nach Altersgruppen, nach Ländern, nach Sprache zu konfigurieren. Ich kann das auch nach Alter, Geschlecht hier dann entsprechend auch aufbauen. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich habe das hier auch im Backend genauso aktiviert im System. Das heißt, da habe ich entsprechende Auswertungsmöglichkeit. Und das ist wichtig, weil diese Einstellungen würden jetzt auch wieder mit eurem Google Ads Account korrespondieren. Dann kann man natürlich da entsprechend an der Stelle dann auch wieder die Einstellungen vornehmen oder einfach überprüfen, ob dann hier die Kanäle dann auch hier so richtig gesetzt sind. Das wäre entsprechend machbar. Die regionale Zuordnung können wir einmal grob auf Länderebene ausrichten, wie jetzt hier. Dann kann man es runterbrechen auf Region gleich Bundesland. Und last but not least geht es auch auf Städteebene herunter. Diese Kennzahlen werden natürlich jeweils in Verbindung mit den IP-Adressen ermittelt und hängen natürlich in der Genauigkeit auch immer an der Struktur, dass letztendlich die Provider der Nutzer auch an Daten hergeben. Aber erfahrungsgemäß passt das schon so in der Regel recht gut, sodass man da auch ordentliche Ergebnisse rauskriegt, wenn man dann hier mit diesen Informationen dann entsprechend arbeitet. So, was haben wir hier noch? Last but not least, technische Informationen, um das Thema abzurunden. Auch gerne hier nochmal kurz in die Übersicht hineingeschaut. Dann stehen wir hier nochmal zusammen. Hier gibt es jetzt die gerätespezifischen Informationen, über welches Betriebssystem, welche Gerätekategorie verwendet der Besucher, welcher Browser ist im Einsatz. Kann aber auch hier Informationen zur Bildschirmauflösung zum Beispiel abrufen. Wir sehen hier, kommt er jetzt über Web. In dem Fall ist es ja nur eine Webseite, klar. Ich könnte auch das kombinieren, wenn ich eine Web und eine App hätte. Könnte ich also beide Herkünfte hier in den Quellen mitverarbeiten und könnte dann also auch eine Auswertung machen. Wie viele Besucher kriege ich von der Webseite? Wie viele kommen über die App? Macht die App mehr Umsatz oder ist es die Webseite, worüber mehr bestellt wird? Solche plattformübergreifenden Auswertungen sind in jedem Fall mit Analytics 4 ohne Probleme machbar und auch recht einfach im System zu konfigurieren. Das ist eigentlich hier recht unproblematisch. Also wer da Interesse daran hat, wird auch hier fündig in den Details der Auswertungen. Und da denke ich, haben wir schon mal so einen guten Einblick bekommen. Ich habe auch versucht zu erläutern, dass man so mit der einen oder anderen Kennzahl vielleicht nachher im System anfangen kann. Und insofern aus meiner Sicht wirklich ein sehr wichtiges Hilfsmittel heute im Online-Marketing, mit dem wir natürlich hier im System dann auch entsprechend arbeiten wollen. So, bevor ihr mir alle wegrennt, habe ich erstmal eine Bitte und ein Anliegen an euch. Wir haben natürlich wieder so ein wunderbares Feedback für euch gemacht. Moment. Ich muss hier eben einfach nur mal den Link rauskopieren und stelle euch den Link hier gleich mal auch wieder direkt im Chatfenster ein. Dann müsst ihr das hier nicht einscannen. Wer da Spaß dran hat, kann das natürlich trotzdem machen. Und insofern möchte ich einfach bitten,
dass ihr uns im Rahmen dieser Summer Academy auch wieder euer kritisches Feedback zukommen lasst. Was sind Themen, die euch bewegen? Wo haben wir vielleicht für zukünftige Veranstaltungen eben noch Angebote, die ihr vermisst? Wo können wir noch mal mehr in die Tiefe gehen natürlich? Und ja, ansonsten, was können wir als Moderatoren, als Trainer besser machen, um euch noch eben mehr gezieltere Informationen zukommen zu lassen? Das möchten wir natürlich gerne von euch erfahren, damit wir hier am entsprechenden Format weiterarbeiten können. So, damit hätten wir aus meiner Sicht zunächst mal den offiziellen Teil abgearbeitet. Und ich stehe aber hier jetzt gerne noch zur Verfügung. Ich glaube, die eine oder andere Detailfrage habe ich noch nicht abgearbeitet und mich gleich nochmal im Anschluss drum kümmern. Wir werden aber jetzt an dieser Stelle hier unsere Aufnahme beenden. Ich sage also noch